aus Berlin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge ETS 2 hier auf meinem Kanal. Ja, ich habe den LKW jetzt ein bisschen umgefärbt. Oh, ich hätte die Felgen noch machen. Moment, die Felgen könnten wir noch machen. Das habe ich jetzt irgendwie übersehen. Hallo? Genau, da wollen wir drauf. Lederlenkrad habe ich jetzt. Aber das Ding, das muss irgendwie eine Lichtschlange sein, die wir oder die ich hier bekommen habe für das, ne, ihr wisst schon, für dieses Event. Aber ich kann das Teil ums Verrecken nicht finden. So, dann übernehmen wir die hier darunter, genau. Können wir die eben einfärben. Dann haben wir das auch in der entsprechenden Farbe. Die haben wir auch irgendwie umgefärbt oder sowas, ha? Ja, so. Die Radnarben. Dass dann auch alles ein bisschen stimmig ist. Da habe ich eben gar nicht drauf geachtet. Deswegen Asche auf mein Haupt, müssen wir das eben jetzt gerade machen. So, alles okay. Das geht immer achsenweise bestellen. Da haben wir das. Aber, und diese Lichtschlange oder was auch immer, ich kann es nicht finden. Ich habe keine Ahnung, wo das sein soll, wo man das anbaut oder wie auch immer. Ich finde es nicht. Warum das jetzt auch wieder aus ist, das ist mir auch schon wieder sehr schleierhaft und suspekt. So, warum ist meine Maus eigentlich so langsam? Hallo, Maus. Genau. So wird es schon besser. Okay. Ja, wie gesagt, kann ich nicht nachvollziehen. Ich weiß es nicht. Ich habe uns eine neue Fracht rausgesucht. Die ist mega wichtig in der Corona-Zeit. Wir werden nämlich heute Toilettenpapier fahren. Und ich muss jetzt aber erstmal reinfahren. Ich hätte nicht gedacht, dass das 76 Kilometer von hier entfernt ist. Mal gucken, mal rechts mal Wohnmobile. Ja, cool. Ui. Shit. Ja, ist ja gut. Da waren wir etwas zu schnell, ey. Unglaublich. Steuerung F9, dann schon stehen wir wieder. So. Ich habe festgestellt, dass ich das Force Feedback so eingestellt hatte, dass es vom Lenkrad kommt und nicht vom LKW. Deswegen ist das gerade wieder etwas ungewohnt, weil er ganz anders reagiert. Und ich weiß auch warum. Das habe ich wieder für den LS22 getan. Ja. So sieht's aus. Gut, wie dem auch sei. Das war ein schöner Unfall. Aber ich habe dich ausgebremst, weißt du? Komm her, ich mach mal dicht für euch hier. So. Kaum 5 Minuten online, schon geht's wieder los, du. Unglaublich. Ich hatte geguckt, die ist bei mir bei Steam auch zugestellt worden oder zugeliefert worden, aber ich habe keine Ahnung, wo die ist. Ich weiß es nicht. Taucht vielleicht irgendwann mal auf. Der reagiert sehr komisch, finde ich. Oder es liegt daran, dass wir eben, weil wir eben keinen Trailer dran haben. Das kann natürlich auch sein.
Das geht doch in die Hose. Alter. Ist aber auch ein Abenteuer heute. Jetzt wollte ich den so schön überholen. Wo ist der? Der ist immer noch nicht an der Kreuzung. Unglaublich. Jetzt hätte es uns fast zerrissen hier mit dem Bus. Das ist doch auch alles neu hier, oder? Das kenne ich doch in der Form überhaupt nicht. Mit dem Radweg und... Naja, gut. Wir haben mal über die Brücke. Und hier rechts ab. Und dann sind wir fast da. Dann können wir unser Toilettenpapier holen. Ein Seat. Ja, hier ist doch nett was los auf den Straßen. So passt das doch. Mit Wohnwagen, Urlaubszeit. So, wir müssen da rein. Ja, was soll ich erzählen? Ich weiß, ich habe keine Ahnung. Es ist kalt. Es ist ungemütlich. Es ist grau draußen und ja. Das hat funktioniert, ohne umzufallen. So, hier links. Dann sind wir auch schon auf dem Firmengelände. Hier fahren wir geradeaus weiter, genau. Ich glaube, ich sehe unseren... Ich sehe unseren Trailer schon. So, Aufträge. Ich hatte gesagt, nach Uppsala wollte ich fahren. Ne? Was ist das denn hier? Nach Finnland? Das ist ja noch kürzer. Wir nehmen das hier. Auftrag annehmen. Im Rahmen, also Ceva, ne? Ach, doch nicht der hier vorne. Der steht da hinten. Na dann. Ceva, Wisch und weg. Jo, passt auch für den Hintern, ne? Fast noch den falschen angehangen, ey. Ich bin auch schon mal losgefahren, hab den Anhänger gar nicht dran gehabt. Passt auch. So, dann geht's mal los. Wir haben auch Fährweg vor uns. Gucken wir uns das Ding mal einmal von außen an. Na komm schon, so. Eieieiei, jetzt habe ich einen Schluck auf. Svetblöni, Döte Kü, Soft, Seva, Softies. Die heißen überall gleich, okay. Also wenn du in Schweden oder so in den Laden gehst und willst Seva Softies haben, dann kriegst du die auch. Im Zweifel die aus der Tüchertasche. Ja, das ist das Problem. Ich hatte den LS22 schon gelobt. Oh, Faust Feedback. Aber nein, hat er natürlich bei den meisten Maschinen überhaupt nicht. Und ihr, nicht, wenn ihr mal in der Fahrschule aufgepasst hättet, dann wüsstet ihr, dass man eine Kreuzung nicht zuparkt, so wie ihr jetzt hier pfeifen.
überhaupt los? Seit wann funktioniert dieser Traffic-Mod? Letztens war es ja relativ wenig, was da unterwegs war. Und jetzt funktioniert es auf einmal. Soll mal auch längere Ketten haben und so weiter. Ist da eine Ampel? Ja. Also ich habe ehrlich gesagt keinen Schimmer, wo man diese komische, nicht vorhandene Lichterkette dran macht, wo sie ist. Also, kein Schimmer, ich weiß nicht. Ich suche auch nicht mehr. Ups. Ich wollte gerade sagen, die waren noch gelb. Das hat noch funktioniert. So, dann geht es jetzt auf die Autobahn für diese hässlichen Rohre überall, ey, mal ganz ehrlich. Ist da vorne wieder eine Ampel oder ist da keine? Ist eine Ampel, alles klar. Mal gucken, wie wir da rüberkommen. Vorne ist einer mit dem Wohnwagen, danach eigentlich nur PKW. So, schön durch die... Wo sind wir überhaupt? Ich glaube in Schweden, oder? Ich würde sagen, schön durch die schwedische Landschaft fahren. Boah, von da kommt nichts. Display ist relativ dunkel. Okay. Wo sind wir denn jetzt? Kriegen wir noch einen Parkplatz? Wir müssten nämlich wohl langsam mal irgendwo anhalten. 504 Kilometer doch. Donnerwetter. Ich habe das echt unterschätzt. Rudos. Ja, ist doch schön hier über so einen Feldweg so richtig schön lang zu brettern, oder? Was erlaubt ist und gut ist, was anders. Aber die Straße ist ja breit genug für einen, der hier allerdings ein Traktor entgegenkommt oder so. Das hat doch funktioniert. Also richtig schöne ländliche Gegend hier, so wie ich das echt aus meiner
alten Heimat kenne. Ne? Viel Gegend, ab und zu dann mal eine Firma oder einen Bauernhof oder ein Haus. Das ist im Grunde genommen ist das da ein richtig schönes, entspanntes Fahren, vor allem im Sommer. In Berlin möchte ich ehrlich gesagt kein Auto fahren. Das ist so, naja. So, nichtsdestotrotz, liebe Leute, wir sind am Ende unserer Folge angelangt. Ich muss mal gucken, wo wir uns jetzt irgendwo hinplatzen. Hier gibt es nämlich nicht wirklich einen Parkplatz. Doch hier. Hier fahren wir jetzt mal rein. Bis morgen warten. Ich bedanke mich an dieser Stelle dann bei euch fürs Zuschauen. Freue mich, wenn ihr morgen wieder mit dabei seid. Und wünsche euch noch einen angenehmen Tag. Bis dahin, macht's gut. Tschüss. Thank you.